Weil viele bieten jetzt nicht drauf, das ist klar. Und so, letztes Pack jetzt hier, also letztes Special Pack, dann kommen wir vielleicht noch, öffnen wir noch ein paar 15.000er Packs. Ah, geht mir doch ein. Oh, naja. Ich will gar nicht rumheulen, Mann. Was heule ich eigentlich rum, Mann? Schlag mir bitte in die Fresse. So, Song hier, ja, nice, nice, nice. Alles geil hier. Kann man ja alles gebrauchen. Verträge, naja, immerhin sind die selten. Und Heilung, ja. Meine Bilanz ist auch katastrophal, aber das liegt nicht an mir. Ja, ich bin eigentlich ein guter FIFA-Spieler. Nein, bin ich natürlich nicht. Doch, eigentlich, ich bin gar nicht so schlecht. Allerdings ist es irgendwie auch schon, ja, ab und zu mal abgekratzt und das liegt dann nicht an mir, dass wir hier so eine schlechte Bilanz haben. Aber es interessiert mich jetzt eigentlich auch weniger. Wir haben jetzt hier kein Team of the Week Spieler gezogen, aber vielleicht. Ja, jetzt sind hier sogar die 15K-Packs draußen für immer, glaube ich. Das haben sie aber auch geschickt gemacht, ne? Ein bisschen Kohle abgreifen, naja, warum nicht? Ja, dann öffnen wir hier noch drei, also jetzt danach noch zwei. Wehe, da ist jetzt kein guter drin, aber Müller ist ja auf jeden Fall schon mal. Ah, was Gutes. Und da ist Pedro drin. Ja, also 2,85er. Warum habe ich den jetzt eigentlich. Guck mal, ihr seht schon selber. Wir ziehen jetzt 2,85er und die stellt doch jeder einfach für 150 rein. Wen juckt das denn jetzt noch, den Gewinn bringt zu verkaufen? Sollt ihr froh sein, dass ihr die über dem Abschlusswert verkaufen könnt. Das ist auf jeden Fall das, ja, Kritische. So, warum hakt das jetzt hier? Ich weiß es nicht. Aber es geht weiter. Okay, interessant. Ja, schön. Teamfitness. Ja, das kann man alles gebrauchen. Ja, würde ich jetzt nicht verkaufen. Ja, was haben wir hier? Oh, ja, ist ja sexy. Ramirez. Das war ein geiles Pack. Das war ein geiles Pack. Und unser Pack-Luck ist gar nicht mal so schlecht. Also, komm. Ja, diese blauen Karten sehen schon verdammt geil aus und ich bin auch neidisch, wenn einer von euch den jetzt gezogen hat oder so. Also Neuer oder sonst was. Echt, echt krank, Mann. Echt krank. Aber ich will jetzt so einen scheiß Spieler, Mann. Gib mir jetzt diese Scheiße, Mann. Vielleicht kann ich auch öfters hier einfach nur auf diesem Kanal ein paar Pack-Openings bringen. Das ist ja eher so mein Fun-Kanal. Wer ist jetzt hier drin? Eto! Schon, was geht denn ab, Alter? Was geht denn ab, Mann? Oh fuck, schnell für 150 reinstellen, bevor da Tausende von Etos rumlaufen. Oh, Mourinho auch noch dazu, Alter. Was ist das denn? Das ist ja richtig krank, Mann. Milito auch 82er Gesamtwertung. Und wenn wir jetzt ein Pack noch öffnen, dann, ja, muss es doch ein, ja, Team des Jahresspieler sein. Ihr merkt schon selber, ich sage immer Team des Jahresspieler. Warum? Weil ich Team of the Week nicht aussprechen kann. Ja, ich bin ein bisschen behindert im Kopf. Englische Sprache, ja. Die bin ich, oder da bin ich nicht so mächtig drin, ja. Vielleicht das Französische, aber was weiß ich. Egal, ich nenne das jetzt so, wie ich will. Ich sage jetzt einfach das, was ich möchte. Und ja, ihr merkt schon selber, ich bin ein bisschen kaputt im Kopf. Aber ich denke mir mal, das sollte euch nicht stören. Und wenn ihr mehr einfach so Ultimate-Team-Videos sehen möchtet oder so, ich will eigentlich auch täglich jetzt hier Videos bringen auf unserem Channel AFD Trading. Aber ich weiß halt nicht, ob ich sowas hochladen soll. Ist das interessant? Ist es nicht interessant? Da, ja, müsst ihr mir dann helfen. Okay, ey, wir haben eine Trophäe. Das muss ein guter Spieler sein. Komm, 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 komm. Ah, Pedro nochmal. Und Evra. Ernsthaft? Ernsthaft, Leute? Ernsthaft, Leute? Ey. Komm, komm. Also ich würde sagen, wir öffnen noch mehr Packs, Alter. Scheiße, Mann. Nein, 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 nein. Wir dürfen noch ein Pack öffnen. Also wenn jetzt gleich ein schlechtes Pack kommt, dann hören wir auf. Bei einem schlechten Pack hören wir auf, bei einem guten Pack machen wir weiter. Ich weiß, es sind jetzt nicht die besten Packs, aber Evra und Pedro, also von der Gesamtwertung her, das müsst ihr euch erstmal reinziehen. Ist das gar nicht mal so schlecht. TOT auch, aber ja, du wirst sowieso zum Abschluss Preis irgendwie weggehen. Und deswegen mache ich mir gar nicht die Mühe, meine Transferliste jetzt unnötig zu verschmutzen. Ja. Okay. Also wie gesagt, wenn wir jetzt hier einen guten Spieler nochmal ziehen, dann geht's weiter. Wenn jetzt ein schlechter kommt, dann hören wir auf, okay? So machen wir das. So machen wir das, Leute. Und wer ist drin? Oh, bitte, 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 bitte. Suarez! Was zur Hölle geht hier ab? Ach du Scheiße, Mann.
Ach du Scheiße, Mann. Scheiße. Leute, das heißt, es geht weiter. Und es geht weiter mit den Packs öffnen. Ja. Eto'o, Suarez und Co. Wäre jetzt mal nice, wenn wir jetzt vielleicht einen Team of the Week Spieler ziehen würden. Das wäre auf jeden Fall jetzt eine kleine Belohnung. Also wie gesagt, ein weiterer guter Spieler hier in unseren Reihen. Was ist das, Alter? Suarez, Müller. Ich komme gar nicht mehr klar irgendwie. Eto'o, Pedro zweimal, Evra. Leute, ist das gerade ein Scherz oder will uns EA heute mal ein bisschen belohnen? Ich weiß auch nicht, wie oder warum, ob wir es verdient haben oder nicht. Ist jetzt egal. So, jetzt gib uns mal noch einen guten Spieler, Cahill. Cahill hier auf dem Pack. Und wenn du uns jetzt einen guten Spieler gibst, dann fick ich dich. Dann fick ich dich. Och, du Missgeburt. Ah, naja. Okay, ich nehme alles zurück. Das war's dann auch. Oh, was ist denn hier? Ah, so ein Scheiß braucht doch kein Mensch. Pro League Manager Liga, Eredivisie, Premier Division. Oh, also Argentinien. Naja, okay, doch nicht. Ah, ich nehme alles zurück. Naja, was soll's. Suarez, was zur Hölle? Müller, Evra, egal, das werden wir gleich nochmal sehen. Und dann würde mich das jetzt auch brennend interessieren, was ihr in euren Packs hattet und ob ihr ja solche Videos hier trotzdem sehen möchtet. Wie gesagt, auf meinem Hauptkanal kommen halt immer so Facecam-Videos und so, da kann ich das nicht bringen und sowas. Das macht mir schon ziemlich Spaß eigentlich und vielleicht ja, gefällt euch das und dann mache ich da mehr Ultimate-Team-Sachen mit Trading und so. Das wird natürlich nicht aufhören, aber wie gesagt, das dauert halt immer ein bisschen, weil ich halt, ja, weil es halt lange dauert und morgen würde theoretisch ein, oh hier sehen wir, oh ja, Ramirez haben wir auch noch gezogen, was ist denn hier los? Oh, guck mal, keiner bietet drauf, das heißt schon, dass einfach alle packsüchtig sind, ja. Suarez, Alter, dich müssen wir aber hier mal kurz im Price-Vergleich kurz anbieten. Oh, fuck, Alter, 70.000, ey, 70.000 Münzen. Ja, okay, wir haben auch über 200.000 ausgegeben, sage ich mal. Von daher ist das auch ein bisschen gerechtfertigt, dass wir jetzt hier Suarez holen bekommen haben. Den stellen wir jetzt mal für 70.000 rein. Je schneller der weg ist, desto mehr freut es mich und desto weniger Probleme haben wir. Ja, so machen wir. Ja, egal, scheiß drauf. Wir wollen den jetzt weg haben, weil ihr wisst, morgen oder so ist er gar nichts mehr wert. Doch, natürlich ist er noch was wert, aber ja, dieses Risiko werden wir nicht eingehen. Ey, der gehört hier auf unseren Verein, in unseren Verein. Mann, die Artikel und so, ja. Oh nein, das wollte ich verkaufen. Naja, was soll's, scheiß drauf. So, ja, mich interessiert es jetzt nochmal, ob es Thiago Silva gibt. Ja, das müssen wir da gleich auch nochmal nachschauen. Joa. Ich muss erstmal ein bisschen runterkommen. Ich weiß. Ja, ich habe kein ADHS, falls ihr euch das fragt. Schauen wir mal nach. Thiago Silva. Oh, fuck. Nein, jetzt haben wir nicht den Preis eingegeben. Naja, was soll's. Gehen wir nochmal einfach über 60.000 oder so ein, dann müsste er eigentlich kommen. So, ja, so reicht das, das passt schon. Dann müsste er vielleicht kommen, wenn er schon gezogen wurde. Ah, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, also. Ja. Okay, Ramos habe ich gesehen. Dani Alves habe ich jetzt keinen Bock zu gucken. Neuer und Co. Neuer. Lahm wurde noch nicht gesichtet. Aber Neuer und Ramos. Jo, das war's dann auch schon wieder eigentlich hier von diesem kleinen Pack-Opening. Wenn ihr mehr sowas davon sehen möchtet, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bei 150 Likes gibt es morgen den ersten Teil von Trade Around the World auf der Xbox One und nicht auf dem PC oder sonst was. Ja, dann auf der Xbox One. Ja, unser Suarez sollte auch mal irgendwann gekauft werden. Ja, ich werde langsam ungeduldig. Nach 2 Minuten immer noch nichts hier gesehen. Ja, okay. Naja. Im Endeffekt war das also keine Abzocke, sage ich mal so. Wir haben ja gute Spieler bekommen und dann würde ich sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal, euer Max von AFD Trade.